Nach einem Jahr Pause bestreitet der FC Bayern München wieder ein Sommertrainingslager. Man ist wieder, zum dritten Mal jetzt schon, im idyllisch und absolut ruhig gelegenen Öschberghof gelandet. Nach den ausnahmslos positiven Erfahrungen der Jahre zuvor natürlich ganz bewusst. Im Gegensatz zu vielen Spielern ist es für den neuen Sportdirektor der Bayern, Christian Nerlinger, der erste Besuch in Donaueschingen. Ja, wir haben hervorragende Bedingungen. Hotel ist erstklassig, auch die Trainingsmöglichkeiten sind perfekt und ich glaube, die Mannschaft fühlt sich hier sehr wohl. Ähnlich zufrieden mit den Begebenheiten des Öschberghofs und dessen Einrichtungen scheint auch Trainer Louis van Gaal zu sein, von dem man ja inzwischen weiß, dass er ein absoluter Perfektionist ist. Ja, also das hat er zumindest mir so vermittelt und ich glaube, es gibt hier wirklich nichts auszusetzen, auch für ihn nicht. Wir haben jetzt morgen schon wieder eine Anreise zum Telekom-Turnier. Aber das ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, jetzt die Tests anzugehen und zu sehen, wie weit die Mannschaft ist. Also werden sicherlich interessante Spiele werden. Am Freitagmorgen bei leicht bedecktem Himmel die erste richtige Trainingseinheit auf dem wenige Meter vom Hotel entfernt gelegenen Platz. Fast alle Spieler sind dabei, bis auf Luca Toni, der nach verlängertem Urlaub noch Einzeltraining genießt, sowie Franck Ribéry und Daniel van Beuten. Gründe für das Fehlen der beiden engen Freunde, leichte, hoffentlich nicht zu langwierige Blessuren.